Ein Personalausweis und ein Smartphone. Dass beides ihr zum Verhängnis werden könnte, ahnt die damals 21-jährige Laura nicht. Sie will nicht erkannt werden. Denn sie ist auf einen Betrüger hereingefallen und hat nun einen Schaden von 30.000 Euro. Es ist schrecklich. Es nimmt einfach kein Ende. Das läuft jetzt alles seit über einem Jahr. Man wünscht sich, dass das endlich mal ein Ende hat. Alles beginnt, als sie sich vor mehr als einem Jahr auf einer Dating-App anmeldet. Relativ schnell hat sie ein sogenanntes Match mit Nico, angeblich vermögender Jungunternehmer. Im ersten Moment dachte ich halt, gut aussehender, attraktiver Mann. Es waren halt relativ authentische Bilder, also jetzt nicht großartig bearbeitet. Ich dachte, ich gebe dem Online-Dating eine Chance. Schon bald lenkt Nico den Chat weg von der Dating-App. Lass uns mal bitte WhatsApp schreiben, ist angenehmer für mich. Auf WhatsApp kommt der angebliche Unternehmer bald zur Sache. Er behauptet, seine Firma würde verdeckt den Service von Online-Banken testen, unter anderem für Check24. Dafür brauche er dringend Probanden. Dadurch, dass er sehr sympathisch auf mich gewirkt hatte, habe ich halt gedacht, dass ich ihn da unterstützen kann. Nico schreibt ihr: Ist nur eine Registrierung und Verifizierung, würde ich dir aber noch erklären, ist simpel. Er lässt Laura eine Mail zukommen, die von Check24 zu sein scheint und angeblich bestätigt, dass sie dort an einem Servicetest teilnehme. Alles scheint seriös zu sein. Ach ja, für den Auftrag bräuchte ich noch ein paar Randdaten von dir, die ich da eintragen muss. Er fragt unter anderem nach Lauras Geburtsdatum, Adresse und ihrer Bankverbindung. Wofür musst du das denn alles wissen? Muss es in dem Auftrag eintragen. Von nun an gibt sich Nico im Internet als Laura aus. Er legt auf ihren Namen eine E-Mail-Adresse an, eröffnet ein Konto bei der Online-Bank Contist und nimmt auf ihren Namen einen Kredit über 30.000 Euro bei der SWK-Bank in Mainz auf. Laura weiß davon nichts. Um den Kredit ausbezahlt zu bekommen, muss er Laura nur noch dazu bewegen, sich bei der SWK-Bank auszuweisen. Er schreibt ihr: Das Einzigste, was du brauchst, ist ein Perso für die Verifizierung zum Schluss. Laura geht darauf ein und zeigt bei einem Videochat ihren Ausweis und legitimiert so, ohne es zu wissen, den Kredit über 30.000 Euro. Dieses Geld landet auf ihrem neu eröffneten Contist-Konto. Zugriff hat nur der Betrüger Nico. 7.200 Euro überweist er sofort nach Litauen. Das macht die Bank stutzig. Sie schaltet die Polizei ein. Und dann kommt es ganz dick für Laura. Die Staatsanwaltschaft Koblenz beschlagnahmt den Rest des Geldes und leitet ein Ermittlungsverfahren gegen sie wegen des Verdachts auf Geldwäsche ein. Ich konnte halt in dem Augenblick gar nichts mehr sagen. Ich bin in Tränen ausgebrochen und dachte einfach nur, die Welt geht unter. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Laura wird klar, Nico hat sie nur benutzt, um auf ihre Kosten an Geld zu kommen. Die Polizei warnt, diese Masche greift immer mehr um sich. Social Engineering heißt diese Methode. Hans Hülsbeck vom Bund Deutscher Kriminalbeamter weiß, mit welchen psychologischen Tricks die Betrüger arbeiten. Emotionen sind aufgebaut worden, und zwar positive Emotionen. Und wenn man positive Emotionen aufbaut, dann ist das leider so bei uns Menschen, dann geht die Warnlampe etwas später an. Marktcheck macht noch weitere Fälle ausfindig. Knackpunkt bei allen ist das sogenannte Video-Ident-Verfahren. Damit identifizieren sich vor allem Kunden bei Online-Banken. Betrüger nutzen hier die Schwachpunkte aus. Haben sie mit den Daten der Opfer erst einmal ein Konto eröffnet, müssen sie es nur noch dazu bringen, unter einem Vorwand das Video-Ident-Verfahren zu durchlaufen. In Lauras Fall gleich zweimal. Einmal für die Kontoeröffnung und einmal für den Kreditantrag. Für sie eine Katastrophe, denn sie ist jetzt nicht nur im Visier der Staatsanwaltschaft wegen Geldwäscheverdachts. Die SWK-Bank will auch noch den Kredit über 30.000 Euro von ihr zurück, droht sogar mit Lohnpfändung. Als dann die ersten Forderungen kamen von der Bank, das waren dann auch utopische Beträge. Ich glaube, 500 oder 600 Euro pro Rate, die da gefordert wurden. Und ja, man wusste irgendwie selber nicht mehr, wie man da jetzt rauskommt. Laura hat sich inzwischen einen Anwalt genommen. Roland Wenzel bestreitet die Forderung, bezweifelt, dass zwischen Laura und der Bank überhaupt ein rechtsgültiger Kreditvertrag zustande gekommen ist.
diese Eintragungen hat dieser mutmaßliche Betrüger vorgenommen, hat da auch diese falsche E-Mail-Adresse und wohl auch eine falsche Handynummer angegeben. Sämtliche Bestätigungen sind vollständig an ihn gegangen. Vor dem Hintergrund wusste sie einfach überhaupt nichts über das, was zwischen dem Betrüger und der Bank gelaufen ist, und hatte deswegen überhaupt kein Bewusstsein dafür, dass da jetzt gerade ein Vertrag geschlossen wird. Hinzu kommt, das Videoidentverfahren ist umstritten. Kritiker attestieren ihm seit Jahren Sicherheitsmängel. André Zilch vom Chaos Computer Club zum Beispiel. Als Sachverständiger wird er sogar vom Bundestag gehört. Er bemängelt, dass das Videoidentverfahren erst nach der Eröffnung des Kontos durchgeführt wird. Das ist ganz anders als in einem Präsenzfall, wo Sie zuerst in eine Bank gehen und dann dort identifiziert werden und erst nachdem Sie identifiziert wurden, dann auch diese Kontozugangsdaten erhalten. In dem Online-Verfahren sieht es allgemein so aus, dass Sie zuerst diese Kontozugangsinformationen bekommen und dann identifiziert werden. Wir fragen nach bei der BaFin, der Bankenaufsicht. Sind Banken, die das Videoidentverfahren anwenden, nicht auch bei derartigen Straftaten in der Verantwortung? Sie antwortet: Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz bzw. deren Videoidentifizierungsanbieter haben auch Sicherungsmaßnahmen zu treffen, um Fälle von sogenanntem Social Engineering zu verhindern. Die SWK-Bank ist sich keiner Schuld bewusst. Sie habe sich an alle rechtlichen Vorgaben gehalten. Ein Interview will die Bank uns trotz mehrfacher Nachfrage nicht geben und schreibt uns: Der hier geschilderte Fall wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit auch bei einem anderen Legitimationsverfahren eingetreten. Es gibt eine ganze Vielzahl von Möglichkeiten, wie man durch Social Engineering an Zugangsinformationen kommen kann. Aber genau aus diesem Grund muss man sich vorher bei der Prozessgestaltung das so überlegen, dass diese Verfahren für einen Kunden möglichst sicher sind. Immerhin hat die Staatsanwaltschaft in Lauras Fall das Verfahren wegen Geldwäsche eingestellt. Ob die Ermittler jemals die wahren Täter fassen, ist fraglich. Laura will mit Hilfe ihres Anwalts nun gegen die SWK-Bank klagen. Man weiß ja auch gar nicht, wie der Prozess ausgeht, ob dadurch meine Zukunft komplett gefährdet ist oder ob mit dem Gerichtsurteil dann alles in Ordnung ist. Schwierig. Nachdem Marktcheck sich eingeschaltet hat, will die Bank Laura eine kulante Lösung anbieten. Wie die aussieht und ob sie für Laura vorteilhaft ist, bleibt abzuwarten. Habt ihr noch kein Abo? Dann klickt doch einfach hier und verpasst kein Marktcheck-Video mehr. Und hier haben wir übrigens noch mehr Videos für euch.